Sehr geehrte Frau Präsidentin, die Terrororganisation Islamischer Staat ist eine existenzielle Bedrohung für die Menschen in Syrien und Irak und auch über die Region hinaus. Das menschenverachtende Vorgehen der Terroristen hat eine kaum fassbare Not verursacht. Die bisher zur Verfügung gestellten Mittel reichen nicht aus. Ich begrüße daher besonders die Ankündigung der Hohen Beauftragten, die EU-Hilfen weiter aufzustocken. Es ist gut und wichtig, dass Frau Mogherini uns eine EU-Strategie für die Region vorgelegt hat. Denn die EU und die EU-Mitgliedstaaten müssen gemeinsam vorgehen. Und wir müssen einen umfassenden Ansatz entwickeln, der die ganze Region einbezieht. In Syrien ist noch immer das Assad-Regime an der Macht, dessen grausame Unterdrückung den Bürgerkrieg verursacht hat. In die diplomatischen Bemühungen für eine Lösung des Konflikts muss Russland mit einbezogen werden. Denn Russland hat Assad aktiv unterstützt und hält noch immer seine schützende Hand über das Regime. Danke. Danke, Herr Arnelitz.